So, und da sind wir auch schon wieder bei Satisfactory. Ich habe sehr viel Offstream gemacht. Am Wochenende hatte ich sehr viel Zeit und brauchte ein bisschen Auszeit. Und ich finde, dieses Spiel, das gibt mir immer das gewisse Etwas. Und habe sehr viel Satisfactory gespielt, auch bis tief in die Nacht. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier alles wieder aufzubauen. Ist jetzt nur so, dass ihr das jetzt nicht gesehen habt, sondern ich muss es euch jetzt zeigen. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Video und damit let's go. Alles klar, wir starten jetzt hier erstmal an unserer Stromanlage. Das habe ich ja alles im letzten Video, war das ja alles ja schon noch aktuell hier, dass wir 3x12 Anlagen haben, damit Strom produzieren. Jetzt noch eine Anlage hier vorne. Und wir betreiben jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, betreiben wir jetzt genau zwei dieser Blöcke, also die beiden hier vorne, den da hinten noch nicht, aber die beiden hier vorne betreiben wir mit verdichteter Kohle. Genau, verdichtete Kohle. Da braucht die Anlage im Prinzip also die Hälfte an Kohle, die sie vorher gebraucht hat, jetzt für die Stromproduktion. Das ist gut, das ist gut. Die Anlage hier vorne, die läuft noch mit normaler Kohle, das ist aber auch noch in Ordnung. Und die neue Anlage, die wir da hinten haben, die läuft jetzt auch mit verdichteter Kohle. Also drei Anlagen mit verdichteter Kohle. Und einmal produziere ich direkt hier am Standort verdichtete Kohle. Das mache ich da vorne in diesem hübschen kleinen Bungalow. Hier produziere ich meine ungefähr 240 verdichtete Kohle. Ich glaube ja. Ich glaube 240. Ich glaube, ich habe da noch Potenzial, noch eine Anlage hier zu bauen mit verdichteter Kohle. Egal. Auf jeden Fall produziere ich das hier. Und die andere Produktion, die ist, wie man das hier schon ganz gut erkennt an den Pfeilen, die ist woanders. Und da wird im Prinzip per LKW hier verdichtete Kohle angeliefert. Da haben wir schon einen ganzen Container voll. Und ja. Ja, ich habe hier die Plattform ein bisschen ausgebaut. Ne, ich habe hier eine Wand hochgezogen, die ich ganz stylisch finde. Hier unten sieht man, dass ich hier natürlich so ein bisschen noch 6 Anlagen Wasser hingebaut habe. Zusätzlich, weil wir brauchten ja wieder für eine Anlage Strom, brauchen wir ja 6 Wasserdinger. Hier kommt mein LKW. Hier kommt mein LKW, der ist natürlich immer voll mit verdichteter Kohle. Und die Hood Air, jetzt kommen wir mal kurz, jetzt fliegen wir mal ganz kurz mit meinem neuen Hypertube, den ich hier unten reingebaut habe. Weil der war ja da oben, war ja ständig im Weg, das war ja doof. Könnte man vielleicht noch ein paar mehr Beschleuniger reintun. Weil das ist jetzt ein bisschen langsam geworden. Aber der Weg dahin ist noch immer noch mit 30 Beschleunigungen sehr schnell. Das habe ich auch noch. Habe ich das auch offstream gebaut? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube schon, dass ich jetzt noch eine Hypertube zum Wasserfall habe, wo ich ja da hinten baue ich ja im Prinzip oder produziere ich Silizium aus Quarz. Dann haben wir jetzt hier eine schöne Hypertube zum Wasserfall. Ja, wo ich auch noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen dran rumwerken an dem Ding. Das ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Und ich glaube, hier vorne werde ich auch eine Motorenfabrik hinsetzen. Auch wenn ich hier keine Ressourcen drunter habe, werde ich das alles hier herleiten, weil ich das, glaube ich, hier einen coolen Standort finde für eine Motorenfabrik. Blitzen wir mal schnell zurück. Und ich zeige euch mal kurz die Balladestation für den LKW, wo wir verdichtete Kohle herstellen. Übrigens, verdichtete Kohle wird aus normaler Kohle und Schwefel hergestellt. So, den ganzen Bums kennt ihr noch aus dem letzten Stream. Mein schönes Lager. Das habe ich schon mal gezeigt. Das kennt ihr auch noch. Das hier drüben ist ein bisschen neu. Das ist jetzt im Prinzip die LKW-Strecke, wo er sich da hinten schon wieder festgefahren hat. Was machst du denn, LKW? Was tust du? Aber hier hat er eine schöne kleine Straße.
Da fährt er hier lang. Hier ist auch schön beleuchtet nachts. Okay. Das macht er ganz, ganz souverän. Da kennt er nichts. Hier drunter muss ich auch mal Bäume schneiden, ne? So, und hier vorne haben wir dann die Aufladestation, wo der im Prinzip ranfährt und die Kohle einsackt. Du darfst weiterfahren. Eigentlich soll er da vorne wenden, aber er macht wieder, was er will. Ist mir egal. Hauptsache, er fährt von Punkt zu Punkt und tut seinen Job, ne? Auch wenn er sich manchmal ein bisschen festfährt, wie hier da. Egal. Im Großen und Ganzen funktioniert die Strecke. Und hier sehen wir nochmal die Produktion der verdichteten Kohle. Genau das gleiche habe ich hinten an meiner Kohlestromproduktion auch. Genau das gleiche Konzept. Hier kommt 240 von jeder Ressource an. 240 Kohle, 240 Schwefel werden dann hier in den ganzen Fabrikatoren dann zu verdichteter Kohle gemacht. 240 verdichtete Kohle. Was mache ich heute eigentlich? Also ich mache erstmal ein bisschen so hübsch bauen, ne? Das ist ja immer eigentlich, steht immer eigentlich auf dem Tagesplan. Alles ein bisschen hübscher bauen, als es vorher war. Vielleicht auch ein bisschen Baumschnitt. Baumschnitt könnte ich heute auch machen. Geht mir ein bisschen auf den Sack, dass hier so viele Bäume aus dem Boden schauen. Wie lang fährt er in der Tour? Boah. Kann ich nicht sagen. Ich würde sagen, so 5 Minuten hin, 5 Minuten zurück ungefähr. Glaube ich zumindest. Ich wollte halt mal testen, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier noch. Wenn ich das so ein bisschen so mache. Mir das dann gefällt. Da kann er zumindest nicht mehr dagegen fahren. Ich glaube, es gefällt mir ganz gut. Das mache ich auch. Dass das trotzdem abgesetzt ist, aber es hat ja alles was mit Style zu tun. Wisst ihr, was ich meine? Oh ja. Dann müssen wir demnächst Farbpatronen herstellen und die Fahrbahn so ein bisschen bemalen. Ich sehe gerade, dass ich hier noch... Ich habe noch super viele Schnecken hier überall. Noch einsammeln könnte. Aber besser zu viele Schnecken als zu wenig. Warum? Was habe ich denn hier schon wieder gebaut? Das hier brauche ich. Da kommt er schon wieder. Er kommt. Und fährt mich um, weil ich auf der falschen Spur gerade hocke. Ich muss hier hinten weiter bauen. Ich hoffe, er hat jetzt auch keine Probleme mehr mit den Kurven. Aber ich glaube nicht. Dürfte sich jetzt erledigt haben, das Kurvenproblem. Ja, wenn man das zu kantig, also wenn man nur so eine Foundation lässt für jede Bahn und es wirklich so auf Kante nailt, das Ganze hier, dann kann das dazu führen, dass er in Kurven Probleme hat, weil er versucht natürlich auch, ne, und so. Egal wie man vorher die Strecke definiert hat, er hat dann ein paar Probleme. Ja, da oben ist es mir erstmal egal, wie es da aussieht. So. Jetzt ist im Prinzip die nächste große Aufgabe wäre eine Motorenfabrik. Und ich bin gerade am Überlegen, stelle ich die hier hin oder da hinten hin? Da. Auf die Fläche. Aber ich glaube eher da hinten hin. Oder hier. Ach nee, hier habe ich eigentlich das Metall gleich hier unten, ne? Strom ist gerade auch gar kein Problem. Und ich habe genug Kohlebänder, die noch einfach so rumliegen, wo ich im Prinzip eigentlich nur noch Anlagen bauen müsste und dann geht's los. Dann hätten wir wieder Strom. Wo ist der Gegner? Ja. Hier oben ist auch eine Quelle. Erstmal müssen wir den Bums hier abbauen. Unrein. Auch unrein. So.
unrein. Was heißt das für uns? MK2 macht 60. 4 mal 6 sind 24. Also 240. Also Maximalkapazität, was wir gerade auf dem Dreierband draufkriegen. So. Also brauche ich jetzt hier eigentlich, kann ich 4 MK2-Dinger draufstellen und nicht übertakten. Das müsste ausreichen, um 240 zu machen. Natürlich immer die Frage, was kriegen wir aus 240 Metall raus? Eisen raus? Eisen, Metall. Ach Leute, ihr wisst, was ich meine. Nehmt euch mal mit. Wir wollen jetzt herstellen Motoren. Mir gefällt Satisfactory sehr gut. Das ist eines meiner Lieblingsspiele, wirklich. Motor. Ein Motor. So. Sagen wir mal, wir wollen 10 davon herstellen. Warum kann der jetzt... was? So. Tatsächlich brauchen wir Kohle dafür. Okay. Müsste auch mal wieder. Ja, mach das. So, also 10 Motoren sind schon mal zu viel für das Eisen, was wir haben. 10 Motoren pro Minute sind aber auch schon krass. Wir könnten... Ja, wir könnten 7,6 herstellen. 7,6. Okay. Also was brauchen wir jetzt dafür erstmal für Grundressourcen? Wir brauchen 60 Kupfer, 70 Kohle und 240 Eisen. Es regnet. Ich mag das immer, wenn es regnet. Dann glänzt hier alles. Schön. Kommt hier nicht... Kommt ja... Ach, der LKW kommt. Aber nee, ich fahre lieber nicht mit, weil dann versaue ich mir die Strecke. So, was wollte ich? Rahmen, ne? Rahmen. Brauche ich sonst noch irgendwas? Wie sieht's aus? Ein paar Stahlträger wären nicht schlecht. Ein paar Stangen wären nicht schlecht. Ansonsten geht das alles noch. Oh, verstärkte Platten wären auch nicht schlecht. Also, Stangen. Verstärkte Platten. Rahmen. Und das hier. Ist gar nicht so einfach. Weiß zufällig jemand im Chat, wie das läuft mit diesen programmierbaren Splittern? Wenn ich die freischalte, was kriege ich da? Kann ich da wirklich sagen, wie viel da an welchem Eingang rausgeht? Pass auf, dann machen wir es erstmal so, dass wir jetzt hier. Zack. Jetzt haben wir 160. Versuch mal kurz nachzuvollziehen, ob ich keinen Fehler gemacht habe. 240. So. 240 durch sind 80 hier lang, 80 da lang, 80 da lang. So, hier führen wir die 80 wieder zusammen. Dadurch haben die hier 160. So. Hier 80 raus. 26 da lang, 26 da lang, 26 da lang. Hier führen wir die 26 beide wieder zusammen, haben 53 in die Richtung. Hier gehen 26 raus. Das teilen wir wieder durch 3. Kriegen wir ungefähr, naja, was weiß ich, 8, noch was hier rein. Also hier sind wir dann bei 170 ungefähr. Und hier führen wir die beiden wieder zusammen und schieben die dann da rein und da kommt dann der Rest. Okay. Boah! Okay, Mathe. Lass mich nochmal kurz überlegen. 170 raus. 170 durch 3 sind 56,6. 56,6 da lang. Da lang. Da lang. Hier führen wir es wieder zusammen zu 113. 113 teilen wir dann durch 3. Und einmal führen wir das. Okay. Und die beiden müssen wir dann zusammenführen. Dann haben wir 75. Verstanden.
zu sagen, meins ist falsch. Nein. Aber ich finde es halt interessant, das direkt auf Naht hier auszurechnen. Ich finde das cool. Ich mach das gerne. Ich rechne jetzt hier gerne aus. Meine Klasse, es streckt ein bisschen an, aber. So ist es halt. So ist das halt. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir. Wir haben nicht so dicke Bänder, dass wir. Weil wir würden jetzt hier 380 Schrauben produzieren. So dicke Bänder haben wir nicht. Noch nicht. Deswegen müssen wir ein bisschen gucken, dass wir hier nach ungefähr der Hälfte das auf zwei Bändern aufteilen. Also 1, 2, 3. Hier. Hier den Ausgang dahin machen. Mir fehlen Stahlplatten. Und dann haben wir danach einmal erstmal die Rotoren fertig. Dann geht es ja noch in die Stahlproduktion und Kupfer brauchen wir auch noch. Also das ist alles noch ein bisschen. Da fehlt noch ein bisschen was. Da müssen wir noch ein bisschen. Da sind noch einige Aufgaben zu erledigen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Satisfactory. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben heute so ein bisschen haben den Grundriss gelegt für eine Motorenfabrik. Jetzt fehlt mir noch ein bisschen Kohle und dann müssen wir Stahl produzieren. Und dann am Ende des ganzen Prozesses, den ich feinsäuberlich ausgerechnet habe, ihr habt es gesehen, stellen wir Motoren her. Etwa 7, 8 Motoren in der Minute. Und das ist schon eine Hausnummer. Wenn wir die einlagern, haben wir erstmal Ruhe mit Motoren, würde ich sagen, bis wir dann irgendwann Turbomotoren herstellen oder sowas oder wie der Müll auch heißt und dann eventuell ja, mehr produzieren müssen. Aber zum Einlagern ist das erstmal schon richtig schön und richtig fein. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.